Hallihallo, Hallöchen. Werbung wegen Markennennung, weil es ist ein Haul. Und zwar ist es ein Haul. Ich bin hier gerade, also hier liegt diesmal alles rum. Ich bin am Basteln, ich bin am Aufräumen, ich bin am Verräumen. Und mir sind ein paar Dinge in die Hand gefallen, die ich euch unbedingt zeigen möchte. Und zwar als erstes, das ist mir ein großes Anliegen, möchte ich euch Masken zeigen, weil... Ja, leider, die Situation hält ja noch länger an und ich bin, muss ich aber auch sagen, jetzt kein Maskenfan, um Gottes Willen. Es wäre schön, wenn Deutschland sich so beruhigt hätte oder generell, wenn das Geschehen auf der Welt wieder so in Ordnung wäre, dass man keine anziehen müsste. Aber solange man es muss, finde ich das auch vollkommen in Ordnung. Und wenn ich keine Maske tragen kann, dann bleibe ich einfach mit dem Arsch zu Hause. So einfach ist es. Okay, zum Einkaufen muss man sich das leider auch mal antun. Aber wer shoppen geht und sagt, der kriegt keine Luft, der soll auch bitte schön nicht rumnörgeln. Entweder Maske oder nicht. Und falls ich jetzt Abos bei mir in der Liste habe, die Corona leugnen oder so, bitte behaltet doch eure Meinung für euch. Ich äußere mich ja auch nicht großartig dazu. Nur so weit, dass ich es halt schade finde, dass so viele Geschäfte und Firmen und so den Bach runtergehen und dass das halt ganz schön gefährlich sein kann und egal, ich musste Masken haben. Und zwar habe ich bei AliExpress mehrere Masken gekauft und ich muss sagen, die Chinesen, die haben es ja drauf mit Masken, ne? Also alle Masken oder zwei besonders sind sowas von angenehm zu tragen und so gut geschnitten. Ich zeige euch erstmal Masken, die ich aus Deutschland habe. Und zwar einmal die hier, die gab es im Center Shop. Die finde ich total schlimm. Die ist nämlich, das ist hier so dicker Stoff. Und die haben immer hier so dünne, so kleine Gummis. Die sind immer zu klein und die Maske an für sich, finde ich, ist auch nicht hoch genug. Also die würde ich nicht lange anziehen. Für hin und wieder mal ganz okay. Aber auf jeden Fall nichts für auf Dauer. Und jetzt kommen wir schon zu den AliExpress-Masken. Und zwar einmal diese hier. Das ist aber das gleiche Prinzip. Das ist komplett wie die Pennywise-Maske. Aber ja, siehst du halt auf dem Produktbild nicht. Die hat halt süße kleine Öhrchen und guckt grimmig. Genau. Dann diese. Die Masken von Ute ziehe ich übrigens immer noch sehr, sehr gerne an. Aber ich wollte auch einfach mal was anderes. Die hier, die ist gut geschnitten, passt auch gut. Man bekommt auch ja relativ gut Luft. Die hier, die saugt sich immer so ans Gesicht. Die hat so einen Mikrofaserstoff. Die ist so ein bisschen luftundurchlässig. Und das hier, das ist halt eher am Kinn. Also man sieht nicht wirklich das schöne Motiv, aber auch ganz in Ordnung. Und was ich hier bei den China-Masken genial finde, die haben halt hier diese Nöppelchen zum Verstellen. Ja, achtet bitte nicht auf meine Nägel, die sind immer noch nicht gemacht. Die werden heute noch gemacht. So, und jetzt kommen wir schon zu meiner Top 3. Ich zeige euch erstmal die neueste Errungenschaft und die ist so gut genäht. Die hat hier unten einen Steg und die hat hier oben einen Steg und Gummi und Draht. Die hat hier die verstellbaren Gummis und schaut's euch an. Ah, ist die nicht geil? Und ich habe hier, wo ist mein Handy? Ich zeige euch mal, wie die angezogen aussieht. Ich nehme mir gerade mein anderes Handy. Muss mal gerade schauen. So sieht die angezogen aus. Das bin ich. Aber komplett ungeschminkt, also, aber es passt ja zu der Maske. Ist die nicht ulkig? Ja, sie ist wirklich sehr, sehr ulkig. So, und ich muss mal gerade ein anderes Bild noch raussuchen, weil ich habe noch so eine ganz, ganz tolle Maske, die möchte ich euch auch angezogen einmal zeigen. Manche, die mich auf WhatsApp haben, das heißt nicht WhatsApp, Instagram oder Facebook, die haben die auch schon gesehen. Aber ich möchte euch die nochmal zeigen. Und hier, das hier kommt noch. Die ist noch unterwegs, hammermäßig, oder? Und hier unten seht ihr noch eine Galaxy. Die ist auch auf dem Weg. Galaxy und Grinsekatze kommt. Und diese hier, die kommt auch noch. Die ist auch noch auf dem Weg. Ja, ich mag es halt gerne ein bisschen auffällig. So. Und dann habe ich noch, das ist jetzt meine absolute Lieblingsmaske. Die hat auch verstellbare Gummis
und hier Drahtbügel, der aber leider schon sehr lädiert ist. Und die haben hier alle so eine Eingriffstasche, wo man so Filter reinmachen kann. Die lassen sich auch super, super gut waschen. Hitti hier ist so richtig wie Baumwollstoff, Leinenstoff würde ich sagen. Und Hitti, die so ein bisschen Jersey-Stoff. Also die sind vom Stoff unterschiedlich, aber geil. Und so sieht die Katze getragen aus. Aha, total genial. Und wenn man noch eine Brille anhat, habe ich aber jetzt kein Bild, glaube ich, dann kommt die noch besser zum Vorschein. Oh, nee, hier, das ist nur ein Bild bei Fielmann. Aber mit Brille sieht es auf jeden Fall auch cool aus. Und der Mund, der bewegt sich. Das ist total ulkig. Und eine Maske, von der es kein Tragevideo gibt, die hat auch verstellbare Gummis, hat aber keinen Nasensteg in Form von einem Draht, sondern die hat hier zwar auch ja, genähte Absätze, aber die ist auch riesig, ne? Also die könnte man sich locker auch über die Augen noch ziehen, wenn man die scheiß Menschen nicht sehen will. Ja, scheiß Menschen. Ich bin jemand, wie soll ich das sagen? Ich finde nicht, dass der Mensch das Höchste ist, was die Welt jemals irgendwie erschaffen kann oder so. Es gibt echt Menschen, das kennt ihr aber alle. Da sieht man denen schon an, die sind strunzdumm wie 10 Meter Feldweg und möchte auch mit den Leuten nichts zu tun haben. Kennt ihr alle? Könnt ihr euch nicht vom Freisprechen, denke ich mal. Jeder kennt Menschen, die er am liebsten nicht kennen möchte. Oder, ja. So, auf jeden Fall waren das meine Masken. Und ja, hier, die muss natürlich auf jeden Fall sein. So, dann können eigentlich alle jetzt schon abschalten, die keinen Bock auf Nageldesign haben. Aber der Grund, warum ich jetzt erst meine Nägel mache, ist, weil ich auf Nagelsachen gewartet habe. Hat gerade geknistert, weil ich habe meinen Plastikmüllsack vorbereitet. So, und ich finde ja hier die Päckchen toll. Ich habe hier nochmal solche Deko. Ich war mir gar nicht, muss ich ehrlich jetzt gestehen. Eigentlich habe ich echt immer unter Kontrolle, was ich kaufe. Aber hier bei diesen Nageldingern irgendwie nicht, weil ich habe jetzt so viel Meereszeug. Naja. Hier haben wir so ein Päckchen halt. Das sind sechs verschiedene Sachen drin. Und zwar haben wir hier einmal die Schildkröten. Da haben wir hier Muscheln. Nochmal Muscheln. Wo bin ich hier? Hä? Wo bin ich? Was ist das? Das sind auch Muscheln. Das sind Seesterne und das hier sind auch Muscheln. Also Muschel, sehr muschellastig. Dann haben wir hier ein Set. Das ist nicht muschelig, Gott sei Dank. Da habe ich so geometrische Formen. Das ist ja total genial, wenn man das unten an die, also hier unten, da wo jetzt rausgewachsen ist quasi, wenn man das da in mittig hinsetzt. Monde, Vierecke, Sternchen, Herzchen und Dreiecke. Da hätte es ruhig noch mehr von geben können. Und hier das hier kann man ja auch immer gebrauchen. Und zwar sind das Halbperlen in verschiedenen Größen und Gold und Silber. Mittel und groß. Und ich habe ja, oder jeder Bastler hat, oder fast jeder Bastler hat, ja Mikroperlen rumliegen. Und da werde ich auch mal geiles Nail Design rausmachen. Mal schauen. Mal schauen. So, dann heute ganz frisch angekommen und ja, ist natürlich auch wieder böse, ne? Zweimal, weil war auch nicht günstig. 2,90 € gab es ganz viele verschiedene Farben. Aber wenn es auch Mix gibt, ich bestelle immer den Mix und den Mix dafür dann öfter. Und zwar das hier, ich packe mal eins aus. Das sind auch quasi so Täschchen mit Dreier-Einteilung. Und zwar Aurora Borealis Glitzersteinchen in sechs verschiedenen Größen. Ich zeige euch die größte Größe mal näher. Und ihr seht, dass das auch so, ja, Aurora,
Aurora Borealis ist ja, wenn das so Regenbogen schimmert. AB, die Abkürzung AB. Also falls ihr euch wundert, was bei Perlen oder so AB heißt, das heißt Aurora Borealis. Und das ist, wenn das diesen Regenbogenschimmer hat. Ja, das ist der Mix, wie gesagt. Aber ich erkenne Farben, die es einzeln gibt, aber hier nicht drin sind. Naja, und dann habe ich eine Farbe einzeln bestellt, weil einfach toll. Schaut, das ist. Packe ich auch mal gerade auf, weil ich brauche es ja eh. Zwar sind die durchsichtig und haben halt diesen Meerjungfrauenschimmer, was weiß ich, wie man das nennt. Ich mache das extra hin und wieder, dass es unscharf ist, damit es besser funkelt. Also in echt sehen die nochmals anders aus. Ich bin mal gespannt, wie sie auf dem Nagel performen, also wie sie auf dem Nagel aussehen. Jetzt kommt noch eine sehr große Bestellung Nagelplatten, Stempelplatten. Da geht man ja mit Stempellack, also ich empfehle Stempellack. Mit Nagellack habe ich nie so gute Ergebnisse. Mit Stempellack drüber. Mit einer Kreditkarte streift man es ab, mit einem Silikonding überträgt man das Motiv und dann kommt es auf den Nagel. Und zwar heißt der Shop Nicole Diary. Die haben auch verschiedenes anderes. Und ich muss schauen, ob ihr das überhaupt seht. Die blaue Schutzschicht, die wird natürlich eigentlich noch, die wird abgezogen vor Benutzung, aber ich lasse es jetzt mal dran. Da bin ich, boah, wieder ungeschminkt. Ja, aber. Ich sitze ja hier und bastel. Aber ich glaube, ihr seht das alles nicht. Das ist natürlich nicht förderlich. So seht ihr es. Das sind halt Blümchen. Ich bereite die ganzen hier mal vor und mache euch mal auf Pause. Pause, komm. So, ich habe die Schutzfolie mal dran gelassen, weil man kann es erkennen. Und falls ihr euch fragt, was ich mit dem ganzen Kack will, ich mache mir selbst die Nägel, jede 3 Wochen meist. Ich werde mir, denke ich mal, hoffentlich mein ganzes Leben lang Nägel machen. Und ich habe für nächstes Jahr sehr, sehr viel Thema Selbstständigkeit, sehr viel geplant. Nein, ich werde kein Nagelstudio eröffnen, um Gottes Willen. Ich habe aber viel geplant und ich muss mal schauen, ob ich alles so verwirklichen kann, wie ich es gerne hätte. Und wird spannend, für mich zumindest. Ihr werdet davon, denke ich mal, nicht viel mitbekommen und ich werde auch nicht alles Persönliche rausplaudern. Also was persönlich. Ich sage euch ja schon hin und wieder was von mir privat. Aber früher war ich ein Vlog-Kanal und habe vieles über mich preisgegeben und. Das vermeide ich in der aktuellen Zeit, weiß nicht in der aktuellen Zeit, das vermeide ich, weil man fällt auch auf die Fresse, wenn man zu viel Persönliches sagt. Und man macht sich sehr angreifbar, ich meine generell, wenn man öffentlich ist, aber. Man muss auch nicht alles von jemandem wissen, aber ich lasse euch zum größten Teil dran teilhaben und wenn es läuft, dann natürlich sage ich euch auch, was ich nächstes Jahr so vorhabe, beziehungsweise wie es läuft. Also es wird sehr spannend, es wird ein ganz neues Kapitel. Schauen wir mal. Ja, ich habe jetzt hier die Schutzfolie dran gelassen, weil man erkennt es auch mit Schutzfolie. Und ich kann euch mal gerade auch die Nummern sagen. Also, die sind von Nicole's Diary. Das hier ist die Nummer 082. Da findet man es dann auch. Das ist die Nummer 051. Das ist halt hier auch mit dem Om-Zeichen, so ein bisschen Mandala-mäßig. Lotusblume, Mandala. Dann haben wir hier die 170. Der Blumarant mit dem
Ach, wie heißen sie jetzt nochmal? Ah, die ganze Zeit im Kopf, ne? Kolibri, genau, Schwalbe, Kolibri. Sehr schön, also hier das hier. Das sind Schwalben. Dann haben wir hier die 154. Ja, ich bin halt verzerrt. Ich eigentlich hänge meine Mundwinkel nicht so runter. Naja, ist mal interessant, sich so zu sehen. Die Nummer 154, das sind hier so coole Muster, die so länglich auf den Nagel kommen. Finde ich total genial. Dann haben wir hier die 76, also 076. Und da haben wir hier so Marble Designs. Da ist auch genial, wenn man das doppelfarbig stempelt. Mega cool. Auch mega cool, und zwar die 136. Oh, ich liebe diese Designs. Ich finde das so cool. Und die 115. Wieder sowas? Ja, man, weil, wisst ihr das? Dann kann man es einfach stempeln und muss sich nicht so lange dran setzen und das selbst auf dem Nagel malen. Dann noch ein Glitzersteinchen oder Mikroperlen dazu und zack, fertig. Also hammer toll, micklig, super. Und hier haben wir die 130. So eine Nagelplatte, glaube ich, kostet so ein 1,50 ungefähr. Da haben wir Pinguine. Pinguine und Tiere. Warte, hier mache ich gerade mal die Schutzschicht ab, weil auch ich die Tiere mal genauer sehen möchte. So. Oh. Ja, sowas passt natürlich nicht komplett auf einen Nagel. Sowas macht man dann meist auf zwei. Oh, da hat er einen Fischi. Hammer, toll. Sehr, sehr schön. Und hier haben wir noch mehrere kleine. Das ist die 142. Ganz toll, oder? Wenn man das jetzt noch ein bisschen mit. Also man kann das ja stempeln, sagen wir mal, man hat einen weißen Nagel, stempelt das in schwarz. Und dann mit Alkoholmarker kann man das ausmalen und tupft ein bisschen Alkohol drauf. Dann verläuft das wie Watercolor. Richtig, richtig cool. Ich habe auch mal vor, Nageltutorials zu machen. Thema Selbstständigkeit, mal schauen, wie alles läuft. Hier haben wir noch Blumen. Das hier sind zum Beispiel welche, man stempelt erst das und dann das drüber in einer anderen Farbe. Wie diese 3D-Stempel, die man sich ja auch selbst zusammenbaut und immer in einer anderen Farbe wieder was draufstempelt, damit hinterher die Blume sehr an Dimension gewinnt. Hier haben wir das. Oh, ich habe euch jetzt gar nicht gesagt. Das war die Nummer 100. Hallo. Fokus 100. Das ist die 0,95. Die kleinen hier, die kosten meist so 85 Cent bis 1 Euro ungefähr. Die haben auch jetzt gerade wieder einen Ausverkauf mit Prozenten und Rabatten und so. Und ja, aber ich habe null Geld. Ich bin überzogen diesen Monat, muss ich ehrlich zugeben. Erster Monat seit sehr langer Zeit, dass ich nochmal überzogen bin. Aber macht nichts. Das ist alles überhaupt kein Problem. Und ich habe mir nämlich, ich gehe ja jeden Morgen jetzt walken, habe auch schon 10 Kilo abgenommen. Und ich habe mir Leggings gekauft. Haha, dicke Frau mit Leggings. Aber ich habe tatsächlich, ich habe dünne Beinchen und einen dünnen Po. Und es war sehr schwierig, 0,93. Die Nummer, es war sehr schwierig, überhaupt Leggings zu finden, weil ich habe obenrum eine 54, 56, untenrum aber nur, ja, okay, Jeanshose 50, 52, je nachdem, wie stretchig, aber bei einer Leggings tatsächlich nur 46, 48 und selbst eine 48 lappelt manchmal und ja, das ist die 85. Oh, die Leggings, die kann ich euch auch noch zeigen. Ich, nach den Schablonen hole ich gerade noch meine Leggings. Ihr müsst sie sehen. Sie ist so geil. Ah, oh, sie ist so geil. Ich hätte, mein Traum wäre ja, das ist die 167. Mein Traum wäre ja eine Adidas-Jacke, eine Sweatjacke von Adidas, am liebsten schwarz. Und eine Adidas-Leggings. Und ein Adidas, diese Fußballhosen, die unten so ein bisschen enger werden. Oh, ich liebe Adidas. Habe ich mir zum Geburtstag von meinem Mann gewünscht. Ich habe erst im April Geburtstag, aber man kann sich's ja schon mal vorab wünschen.
Das ist die Nummer 108. Falls ich mal vergessen habe, eine Nummer zu sagen, dann hoffe ich wenigstens, dass ich die Nummern ordentlich eingeblendet habe. So, noch drei Stück, dann zeige ich euch meine Leggings. Das ist die Nummer, komm, stell scharf. Hat keinen Bock mehr, doch. 172, das ist so wie diese Bubble-Technik, die ich euch auch mal gezeigt habe im Tutorial. Also ihr nehmt ein Gefäß, tut Spüli rein, blubbert mit eurem Strohhalm die Blasen als Kuppel, sprüht oder macht irgendwelche flüssigen Farben drauf. Mit dem Platt geht ihr über die Bubbles, also über die Blasen, die platzen und hinterlassen dann so ein Muster. Kann man auch für den Nagel nutzen, geht's. Dann nimmt man Schaum, tut das aufs frische Gel, also noch nicht gehärtet, aufs frische Gel, macht man Schaum, tut unter die Lampe und dann ja, hat man auch diese Bubble-Optik. Also, ach, mein Kopf ist voller Ideen. Ich bin echt ein verrückter Professor. Das ist die 092. Nur das Problem ist, man hat immer so viele Ideen und dann noch nicht immer zu wenig Zeit. Zeit ist es nicht. Aber man nutzt seine Zeit falsch oder kriegt den Arsch einfach nicht hoch. So, das ist die... Aber seitdem ich walke morgens, habe ich auch einen ganz anderen Tagesablauf und kann meine Arbeit besser schaffen und. Das ist schon gut. 156. Auch mega geniales Design, wenn man das hier stempelt und dann hit die Blumen, aber nur so halb darum. Hammer toll. So, jetzt hole ich mal kurz meine Leggings. So, ich muss das mal kurz auf Seite räumen. So, und die folgenden Sachen, die ich euch jetzt zeige, sind vom Kick. Haben insgesamt 61 Euro gekostet. Ich zeig's euch mal gerade. Hier haben wir eine Hose aus der Männerabteilung in XL für 10 Euro. Und zwar, es ist im Prinzip eine ganz normale Jogginghose. Unten schön mit Gummiabschluss. Ich mag es ja immer, wenn Gummiabschluss ist. Okay, ihr seht es nicht, ist zu dunkel. Hier sehe ich gerade, ist noch wie bei Unterhosen so ein eingenähtes Ding, aber es fällt nicht auf. Und zwar ist hier auf dem einen Bein dieser geniale Totenkopf. Und wie gesagt, ich trage ja eigentlich an der Jeanshose eine 50-52 und hier in XL, das reicht völlig. Hammer, mega, mäßig geil. Freue ich mich sehr, sie anzuziehen. Die ist vom Stoff her nicht dick, ist relativ dünn, aber auch nicht zu dünn. Also auch nicht einmal anziehen, kaputt gewuschelt, sondern ich würde sagen, jetzt so für die Übergangszeit hervorragend. So, bleiben wir gerade in der Männerabteilung. Auch habe ich mich auch mega gefreut. Das ist eine Größe L. Für 2,99 und ich muss euch mal aus der Halterung nehmen und schaut euch die an. Ist die nicht genial? Rückseite ist die anders, ich habe es jetzt nicht in Erinnerung. Die ist so genial. Okay, die fällt an den Beinen ein bisschen blöd, die geht bis zum Knie. Da bei dicken, ja bei mir zumindest oder bei vielen, die ich auch in der Stadt sehe, zieht sich die Hose manchmal so in die Oberschenkel rein. Also man muss die hin und wieder mal zurechtzupfen, aber ist auch kein Problem. Ist auch kein Problem. Übrigens, ich habe einen tollen Tipp für euch. Ich habe hier so ein uraltes Handbuch von 1&1 und das benutze ich jetzt immer zum Stanzen, weil so kann ich entscheiden, brauche ich eine zusätzliche Dicke von diesem Cover, was recht dick ist, oder nehme ich mir noch ein paar Seiten mehr dazu und dann lasse ich das mit durch die Big Shot laufen. Lustig, oder? Ich bin so verwirrt. So, dann was zu was ganz Geilem. Wohl, nee, wir bleiben erst noch mal kurz bei der Männerabteilung. Und zwar diese Hose, auch eine XL, auch 2,99 €. Und zwar ist das eine kurze mintfarbene Hose. Sehr schön weich, auch innen drin fließt, aber auch nicht zu dick. Richtig tolles, schönes
bunt, sehr schön, sehr dehnbar. Also XL passt mir dicke. In XXL, die rutschte mir so vom Popo. Vom Popo. So, jetzt kommt ein Highlight aus der Frauenabteilung zum regulären Preis von 16,99 Euro. Ich glaube, ich mache es mal gerade zu, dann erkennt man es besser. Und das ist der pure Hammer. Ich habe leider kein angezogen Bild, aber könnte ich euch zur Not nachreichen, beziehungsweise so ein Try-on oder wie das heißt, Video auch mal machen. Ich muss das hier mal gerade ein bisschen ausbreiten. So, ich nehme euch jetzt gleich aus der Halterung. So, und zwar ist das eine Sweatjacke, aber die sieht so elegant aus. Die hat einen schrägen Reißverschluss und sieht, das ist jetzt eine 56, also schon groß. Und die sieht halt ein bisschen so aus wie ein Blazer. Also ist schon etwas eleganter. Hat hier so Ärmelchen, aber jetzt nicht ultra elastisch. Also einfach nur, da seht ihr, es ist nicht elastisch, sondern das ist wirklich wie ein bisschen wie ein Blazer. Sehr, sehr, sehr edel. Also es ist keine Gammel-Sweatjacke. Die ist auch recht schwer, aber nicht dick, nur schwer. Also die ist wirklich ganz, ganz toll. So, dann haben wir hier noch eine Hose. Das ist eine 48, 5,99. Sehr schönes, breites Bund. Und zwar ist das einfach hier so eine Dreiviertel-Labbelhose, ne? Kann man sich noch, also die geht so bis zur Wade. Ihr kennt es ja, dann schiebt man sich hoch bis zum Knie, wenn man Bock hat. Sehr dünn. Also man sieht hier schon ein bisschen meine Finger durch. Aber man sieht jetzt nicht die Unterhose durch, um Gottes Willen. Aber sehr geil. Sehr, sehr geil. Oberteile habe ich nicht gekauft, weil ich kann dann meine ganzen alten Shirts auftragen. Das ist ganz praktisch. So, bevor das Highlight kommt, zeige ich natürlich andere. Hier ist jetzt kein Preis mehr drin, habe ich abgemacht. Größe 48 hat gekostet 3,99 Euro. Und zwar ist das ein Rock, der geht bis zu den Knien, hat aber hier so wie so eine Samba-Tänzerin oder was weiß ich, so ein paar Volants, ne? Hier so ein bisschen in Wickeloptik-Volants. Also, wie soll ich das beschreiben? Ja, überlappt sich hier unten halt ein bisschen. Das Licht ist vielleicht jetzt auch schlecht. Sieht man es da vielleicht besser? Ja, man sieht es da besser. Also der hat hier so Volants ein bisschen, ne? So, mal gerade falten. Und dann kommen wir zu meinen Leggings. Und zwar regulär gekaufte Leggings. Die hat jetzt 10 Euro gekostet. Ist von RG und Größe XXL, wie gesagt, 10 Euro. Lappert ein bisschen an meinen Beinchen, am Popo sitzt so gut, am Bauch ebenso. Und ich ziehe ja immer Hosen gerne bis zum Bauchnabel. Ich mag das nur bei Unterhosen, die dürfen unterm Bauch hängen, also Hüfte quasi unterm Bauch. Eine dicke Person hat ja so einen Bauch und dann kommen die Beine. Ja, und aber alle Hosen, alle normal tragbaren Hosen, müssen bis zum Bauchnabel. Und zwar, das hier ist die erste Leggings. Die ist schon sehr cool. Wenn man sie anhat, wirkt sie auch besser. Und wenn man da noch ein pinkes Oberteil zu anzieht, ist das hervorragend. Das ist die erste Leggings. Wie gesagt, alles auch vom Kick. Ich bin jetzt nicht so ein Markenfuchser. Und jetzt, das hier ist Größe 44, gekostet 8 Euro. Ich muss ehrlich zugeben, eine Nummer größer oder zwei Nummern größer wäre optimal gewesen. Passt hier, die passt aber auch. Und das ist ja wie Gummi, also die weitet sich ja auch noch. Aber ich musste sie mitnehmen und ich nehme ja auch ab. Von daher, Achtung, schnallt euch an. Ihr dürft jetzt keinen Herzinfarkt kriegen. Ah, geil. Oh, guckt sie euch an. Hier steht noch Ergonomics drauf. Das braucht man nicht. Aber, oh, schaut euch sie an. Ist sie nicht geil? Ich lege sie euch hier unten auf den Boden. Guckt
mal. Ist sie nicht toll? Oh mein Gott, sie ist so toll. Und ich habe so stramme Beinchen und so ein strammes Popöchen da drin. Ja, also ich bin ja schon dick, sehr übergewichtig. Aber ich habe ja echt überhaupt keinen fetten Arsch, dicken Popo. Und Hammer, mega, mäßig, geiles Teil. Ich feiere diese Hose so sehr. Hammermäßig, sie ist so toll und sie ist stabil. Es ist nicht eine Labber-Leggings, die man irgendwo drunter anzieht, weil es kalt ist. Es ist wirklich eine gute, sehr, sehr gute, dicke Leggings. Und ja, ich freue mich sehr, sie morgen früh anzuziehen. Wird direkt angezogen, ungewaschen, scheißegal. So Leute, jetzt, wer jetzt abschalten will, kannst tun. Jetzt kommen noch Nagelgele. Ja, die Nagelgele waren seit Mai unterwegs. Aber macht ja nichts. Macht ja nichts. Ja, und ich benutze, muss ich sagen, ich habe auch Jolifin-Lacke. Gerade was das Base betrifft und so habe ich Jolifin. Aber meine Farblacke, muss ich ehrlich sagen, sind meist Born Pretty oder irgendeine andere Marke. Und auch Born Pretty ist ja quasi hier in Deutschland sowas wie Jolifin. Also nur weil es aus China kommt, ist das nicht unbedingt schlecht. Die Standards oder die Zusatzstoffe sind schon je nachdem anders. Wobei aber Gel nie was wirklich Gutes ist. Gel ist immer auch Chemie, ne? Aber natürlich hat das hier keine Studiozulassung. So, egal. Und zwar muss ich mir gerade mal an meinem Handy bei AliExpress die Bestellung öffnen, damit ich euch vielleicht näher zeigen kann, was ich alles gekauft habe für Farben, weil die sind noch zu, auch mit einer Alufolie. Und da möchte ich nicht zu sehr rummachen. Hiermit fangen wir an. Und zwar ist das ein Cat-Eye-Gel. Ich suche es mal gerade bei mir hier. Es ist ein Cat-Eye-Gel. Was man so als Base benutzt, das ist es. Was die jetzt verwendet, das ist es. Das ist zwar ein Magnet. Damit macht man auf, ihr macht euch den Nagel rot und benutzt das und macht dann, ihr könnt euch quasi jeden Nagellack als Cat-Eye damit machen. Wisst ihr, wie ich meine? Da seht ihr, das ist nur Silber, wenn ihr den Untergrund farbig habt, einfach nur Silber drauf. Genau, so ist das. Und das macht halt einen super schönen Effekt. Genau, das ist das. Weil die meisten Cat-Eye-Gele sind ja von Natur aus schon farbig. Und hiermit macht man eben nur einen Schimmer. Dann bleiben wir bei diesen kleinen Töpfchen. Und zwar nennt sich das Ganze Metallic Silver Base. Ihr seht schon, dass man dann entweder mit malen kann, ganz klar. Aber wenn man das als Base benutzt, also erst dieses hier und dann so einen normalen Farblack drüber, es wird halt alles metallic. Es wird halt, es bekommt einen ganz anderen Effekt. Sieh, wie ich meine? Der Metallic Look von unten drunter scheint quasi durch. So, dann habe ich hier noch ein paar einzelne Farben. Wir fangen mal an mit der U02. Boah, das muss ich jetzt mal so zeigen. U02, das ist einfach nur Plexi-Shell. Also es scheint Anthrazit mit ein bisschen Glitzer zu sein. Dann haben wir die S31. Ach, oder ich könnte doch S31. Sorry, Leute. S31 wäre diese Farbe. Das ist Cat-Eye. Cat-Eye ist ja hier dieser Strich. Und damit man diesen Strich hinbekommt, braucht man auch einen Magnet. Den mag nicht jeder. Witz. Geil, oder? Aber nee, ist ein Magnet. Und entweder benutzt man dann das runde Ende und hat einen Kreis. Oder man benutzt dieses Ende und hat dann einen Strich. So, dann haben wir die S30. Die haben wir doch auch hier sofort.
Das ist ein schönes, dunkles Rot. Soak-off heißt übrigens, dass ihr das mit Aceton ablösen könnt. Und ist aber kein Peel-off. Peel-off ist ja, wenn ihr das so abziehen könnt. Soak-off ist, wenn ihr es mit Aceton wegbekommt. So, die S32 haben wir hier. Die S32 ist ein schönes, dunkles Blau. Dann haben wir hier die S21. Das ist ein etwas hellereres Anthrazit. Das scheint auf der Kamera jetzt nicht so. Und auch mit ein bisschen Glitzer, so wie es aussieht. Und jetzt zeige ich euch noch mal gerade die U. Ist die U hier bei? Ne, ich glaube, die U war was ganz anderes. Deswegen ist die U nicht hier bei. HP, ne. So, dann haben wir hier die S26. Die S26 ist auch ein Rot, aber ein bräunlicheres Rot. Dann haben wir hier die U11. Jetzt bleiben wir mal gerade bei den S. S29. S29 ist so ein Lila, was ein Lila, was aber auch in diesen bräunlichen Ton mit reinrutschen könnte. Und dann haben wir von dieser Serie noch die S22 und das ist ein Schwarz. Das ist ein Schwarz. So, und jetzt mal gerade die U's gucken. U. Also U2, was ich habe, ist diese Farbe. Das ist kein Cat-Eye, das ist einfach nur Metallic. Anthrazit. Und ich habe die U11. Und die U11 ist das hier. Das ist ein Braun mit einem minimal Lila, aber hauptsächlich Braun. Und auch mit ein paar Holo-Glitzer, so wie es aussieht. So, jetzt wird es ganz spannend. Jetzt habe ich zugeschlagen. Und zwar gab es, ich zwitsch mal gerade, oder warte, ich zeige euch hier oben das Produktbild. Und zwar gab es diese Nagellacke, das heißt Gele, mit diesen Glitzerflakes, ne? Und da wollte ich jetzt nicht jede Farbe einzeln kaufen, weil ich alle Farben toll fand. Und dann hatten sie auch die 12er-Kits. Und da habe ich mir mehrere 12er-Kits gekauft. Ein 12er-Kit hat zu dem, was ich gekauft habe, 8,29 Euro gekostet. Aber ihr seht, aktuell kosten die nur 7,73 Euro, weil dieser Ausverkauf ist. Und der Ausverkauf geht noch einen Tag und 14 Stunden. So, welches Kit haben wir denn hier? Die P21 bis P32. P21 bis 32. Ich zeige es euch auf einem großen Bild, weil da müssen wir nicht so lange rummachen. P. Da. In dieser Packung sind diese Farben. Die sind halt alle jetzt auf schwarzem Nagellack aufgetragen, ne? Und die wirken auch anders, je nach Nagellack, den man halt verwendet. Das ist halt so flaky Gel, ne? Weil die gibt, es gibt auch ein Produktvideo. So sieht das Zeug aus. Oh, ein Träumchen, wenn ich so Videos sehe, da wölbt sich in mir alles, ich finde das so toll. Uiuiuiui. So, naja, egal. Das war die Farbe. Dann habe ich eine Box W01 bis W12. W. Aber ich habe doch auch noch P51. P, ja. Ich habe auch noch diese hier, das ist P51 bis P62. Das muss ich euch einzeln zeigen, da gab es keine Übersicht. Das ist ein Silber mit Holo, Gold mit Holo, Gelb, Rosa,
Noch mal ein anderes Rosa, ein Grasgrün, ein Aquamarin, ein Schwarz, ein sehr helles Flieder, ein sehr helles Gold und so ein Blau-Pink-Mix. Und noch mal ein Schwarz-Pink-Mix. Genau. Dann kommen wir zu dieser Packung S21. S1, nee, das ist keine Packung. S01, das hier heißt jetzt Chamäleon. Oh ja, guckt euch das an. War auch ein Kit, ich fand alle Farben geil und es sind diese Farben. Oh, ist auch Chamäleon Cat Eye, also das hat zwei Farben. Und wenn man mit dem Magnet rüberfährt, macht sich dann die zweite Farbe bemerkbar. Oh, toll, oder? So toll. 15 Euro, was kostet hier 15 Euro? 12 Color Kit, 15 Euro. Oh, ich habe auch 16, sehe ich gerade. Ich habe auch 16,58 dafür bezahlt. Ich habe mich gerade gewundert, warum das eine Kit hier uns 8 Euro gekostet hat und das hier 15, aber ich habe tatsächlich auch so viel dafür gezahlt. So, und dann haben wir noch die Packung W01. Wo ist die Packung W01? Da. Und das hier sind. Hui. Genau, richtig, meine Thermogele. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Und diese Packung. Das sind Thermogele, die drei verschiedene Stadien haben. Heiß, mittel, also normal und kalt. Und dementsprechend ändern die Farbe. Ihr seht's doch, so sieht man's besser, welche Farben es sind. Da konnte ich mich auch nicht entscheiden, weil nicht wirklich alle schön sind, aber nicht wirklich alle hässlich sind. Also habe ich für 8 Euro schnell mal alle gekauft, weil es sind 12 Stück, 8 Euro. Leute. Das ist ja wirklich krass. So, habe ich noch irgendwas? Kommt 42 Minuten. Ich schau mal gerade, ob ich noch irgendwas habe, was ich euch zeigen könnte. Irgendwie was Hübsches auf meinem Handy, aber wozu? Ich könnte euch zeigen, wie ich früher mal aussah. Schaut mal. Das war ich mit 17. Ja, lustig, oder? Da war ich mal dünn. Das war ich mit 15. 15, 16, ja. Mit 15, 16. Lustig, oder? Ja, nee. Ich bin hier gerade am Schauen. Ich habe hier noch ein Bild von meinem Hamster. Das ist der Hamster. Das ist ein Hoden. Er guckt so goldig. Ah, oh, er guckt so goldig. Ja, nee, Leute. Dann würde ich sagen, dann beende ich das Video hier jetzt an dieser Stelle. Und ja, passt gut auf euch auf. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch wenn das Ende jetzt total dämlich war, um Gottes Willen. Also richtig wert hat dieses Video nicht, aber ich wollte jetzt einfach mal abdrehen. Ich muss hier einfach mal vorankommen und so Sachen liegen mir dann im Weg, auch wenn die nur hinter mir auf dem Stuhl liegen. Aber wenn ich weiß, da ist was, das wartet auf dich, du benutzt es gleich, dann muss ich es erst abfilmen, bevor ich es wegräume, weil auch die Videos dienen mir mittlerweile auch so ein bisschen zur Archivierung, weil ich kann mir immer wieder angucken, was ich mal gekauft habe, wann ich was gekauft habe. Das ist sehr, sehr praktisch. Ihr lieben Leute, macht's gut. Passt auf euch auf. Wir sehen uns bald wieder und bis dahin alles Gute. Immer schön fruchtig bleiben. Tschüss.